Hörspiele sehen. Der Theater Ex Libris Podcast. Mit Christoph Thiemann und Björn Roguska. Vorhang auf und herzlich willkommen zu Hörspiele sehen, dem Theater Ex Libris Podcast. Mein Name ist Björn Roguska und ich freue mich wahnsinnig, mit euch wieder hinter dem Vorhang des Theater Ex Libris schauen zu können. Und beim letzten Mal, da haben wir sehr viel über den Head of Theater Ex Libris gesprochen, über Christoph Thiemann. Und das werden wir dieses Mal fortsetzen. Wie, es geht noch weiter? Es geht noch weiter. Heidenei. Und für alle, die beim letzten Mal schon dabei waren, wenn nicht, schämt euch und hört jetzt sofort rein. Da haben wir nämlich aufgehört mit einer Live-Performance von uns allen aus The All-American Arztroman. Und wir hören uns doch jetzt mal einmal kurz an, wie sich das wirklich anhörte. Erinnert ihr euch noch? Vor 2 Wochen? Als Dr. Cutterfield aus den Bergen zurückkam? Ja. Er hatte Father Callahan den ganzen Weg von Columbinier auf dem Rücken geschleppt. Nur um dann festzustellen, dass er doch nicht sein Bruder war. Sondern Staatsanwalt Morgan. Das war am selben Tag, an dem Schwester Main feststellte, dass der Mann im Koma ihr totgeglaubter Bruder Wayne war. Ja. Wir waren siamesische Zwillinge, die bei der Geburt vertauscht wurden. Kurz darauf offenbarte mein Vater sein Verhältnis zu Chefinspektor Vargas. Chefinspektor Vargas und Staatsanwalt Morgan haben dann den komatösen Wayne Main verhaftet. Für ein Verbrechen, für das Lernschwester Montanas Bruder Tony längst eingesessen hatte. Tony Montana hatte versucht, Wayne Main mit der Tat zu belasten. Weil er seiner Liebe zu Anästhesistin Knoxworth im Wege stand. Anästhesistin Knoxworth? Entweder die früher Dr. John Hopper war? Mann, versteht ihr denn nicht, was das bedeutet? Sophia ist nicht die Tochter von Marcus Allen? Nein, verdammt nochmal. Das bedeutet, dass wir alle nur Teil eines verschissenen Arztromanes sind. Wir sind ein verdammtes Autorenwerk. Nein, das kann nicht sein. Ja, und an meiner Seite, wie immer, der Consoleri des Theater Ex Libris, Urs von Wolfen. Schönen guten Abend. Ist das ein Titel für dich eigentlich? Siehst du dich so als Consigliere? Auf jeden Fall. Das ist im Paten ist das der ist Jurist von, auch, ne? Der ist Jurist, Hagen. Gehört zur Familie, ist genau. Aber kein Italiener. Genau, der wurde aufgenommen als Kind schon von Don Vito Corleone. Genau, und der ist der Anwalt und der haut eben alle Familienmitglieder raus, ne? Michael, ne? Heißt er nicht? Michael Corleone ist der Sohn, wie heißt er? Tom Hagen. Gespielt von dem großartigen Robert Duvall. Ja. Stimmt, ja. Da sehe ich dich auch. Genau. Die letzte Rolle, wo er Haare hat, glaube ich. Ja, das stimmt. Das und stimmt. Schon wieder sind wir hier beim Abnörden. Ja, genau. Und da haben wir ihn auch schon gehört. An unserer Seite ist Sebastian Wohling. Ja. Hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass du auch nochmal da bist. Mitstreiter der ersten Stunde und mein bester Freund. Zusammen mit Urs. Das sind meine allerliebsten, das muss man wirklich so sagen. Ja, noch. Es kommt noch was du auspackst. Ah, schön. Christoph hält es wie ein alter römischer Kaiser. Lass dicke Männer um mich sein. Ich dachte, die Feinde näher als die Freunde. Habe ich auch zuerst gedacht. Ja, vielleicht, aber den finde ich besser. Vielleicht startet jetzt tatsächlich der Roast von Christoph Thiemann. Ach, so ist das. Die erste Folge war hier nett und mich in Sicherheit wiegen. Genau. Und jetzt kommen hier die schmutzigen Geschichten. Ja. Ich bin gespannt. Ja, eine schmutzige Geschichte ist vielleicht das Zustandekommen des All-American Arzt-Romans. Was ist denn dazu gekommen? Ja, ist das eine super schmutzige Geschichte? Ich muss überlegen. Nee. Da hat eine liebe Freundin, die wir auch gerade gehört haben, Kerstin Kissel, die hat als Studentin auch viel Theater gespielt. Und das war auch wieder so eine Geschichte, die wollte weiter Theater spielen, ähnlich wie bei uns damals. Mhm, und die wollte aber nur mit speziellen Leuten Theater spielen und hat sich dann einen Regisseur gesucht und hat, ich kannte die um ein paar Ecken, und dann hat sie gesagt, Christoph, hast du Lust, mit uns ein Stück zu inszenieren? Und das habe ich dann damals gemacht. Und das nächste Stück, das ich mit ihr dann angestoßen habe, war The All-American Arztroman, bei dem dann eine relativ kleine Gruppe von
fünf Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenkam. Und Kerstin schleppte eben auch den Urs mit an. Und damit hatte sie nicht nur einen Schauspieler mit angeschleppt, sondern also auch einen wahnsinnigen Ideen- und Textproduzenten. Wir haben dieses Stück, die Grundidee gab es schon, die haben wir ja beim letzten Mal schon erzählt, worum es geht, eben diese Figuren in einem Arztroman, die sich plötzlich bewusst werden, dass sie nur Produkt einer Autorenfantasie sind und sich dann auflehnen gegen den. Und ja, wir haben auf Grundlage dieser Idee miteinander improvisiert und Urs ist ein so fantastischer Improvisator, wo man eigentlich, also Urs hat mit den anderen die Szenen gespielt, ich habe dabei mitgeschrieben und habe dann nach der Probe am Abend das in Text umgewandelt. Du hast, während die improvisierend gespielt haben, hast du das Stück geschrieben? Ja, im Grunde schon. Okay. Also es gab diese Grundidee und dann habe ich so eine Szenenfolge vorgelegt, eben zum Beispiel wie die Szene, die wir beim letzten Mal gespielt haben. Also jetzt stellt euch mal vor, die entdecken jetzt seltsame Sachen, woran sie merken, oh, da stimmt doch was nicht in meinem Leben. Ja. Und dann habe ich die improvisieren lassen und dann habe ich mir die besten Sachen aufgeschrieben. Das war super, weil die haben natürlich lange improvisiert oder zwei, dreimal die Szene und da war mindestens immer eine gute Idee drin und das habe ich versucht schnell mitzuschreiben und dann in der Nacht habe ich das dann aufgeschrieben und zu den Szenen dann in die Szenen gegossen. Und das war natürlich super geil, weil wenn du so Leute wie Urs dabei hattest, der hat natürlich eine geile Idee nach der anderen abgeliefert, hatte aber gleichzeitig die Freiheit, das nicht aufschreiben zu müssen. Ne? Ja genau, was ich nicht gekonnt hätte. Und ich glaube, das ist ja die perfekte Mischung von dem, was ihr eigentlich früher an der Schule, ne, wie gesagt, die erste Folge gucken, dann wisst ihr es, gelernt habt. Also das Quälende an der Basisdemokratie war weg. Und trotzdem gab es Beteiligung. Ganz genau. Das will ich auch gar nicht, dass man so denkt, ich fände toll am Theater, dass es da einen Diktator an der Spitze gibt. Ich finde wichtig, dass es einen gibt, der die Verantwortung hat. Aber das heißt natürlich, aber man wäre ja völlig hirnverbrannt und blöde, wenn man nicht diesen Pool von Ideen, der da ist, nicht nutzen würde, weil ich muss unbedingt meine Idee irgendwie durchprügeln. Und ja, das war wirklich eine geile Kombination. Ja. Was ich da ganz spannend dran finde, auch in der Phase, wie ich dich da wahrgenommen habe, dass du so in meiner Wahrnehmung auch einen krassen Rollenwechsel nochmal hingelegt hast. Ne? Also du bist quasi hinter die Kamera, würde man beim Film sagen. Also du bist auf die hinter den Vorhang gegangen und hast halt die Regie übernommen und gar nicht so in großen Teilen auf der Bühne. Genau, bis auf einen ganz kleinen Cameo-Auftritt am Ende bin ich da gar nicht zu sehen und zu hören gewesen. Ja. Aber wenn ich nie in Afrika war, dann waren Sie auch nie in Harvard, Dr. Charleston. Das ist ja albern. Ach ja? So, wie hieß denn da Ihr Mentor? Doktor, Professor, Fällt mir gerade nicht ein. Aha, schau mal. Also, wenn Sie nicht in Harvard waren, dann sind Sie alle keine Ärzte. Was? Natürlich, also ich meine, auf jeden Fall sind wir Ärzte. Ich meine, ich rede doch ständig darüber. Wie hätten Sie sonst die Frauen kriegen sollen? Ja, ganz genau. Ja. Richtig. Wie sollte ich sonst die Frauen kriegen? Ja, das habe ich mich allerdings auch schon gefragt. Kann sich hier irgendjemand an irgendeine medizinische Tätigkeit erinnern, die er oder sie durchgeführt hat? Oh, Schwester, bei welcher Operation haben Sie zuletzt assistiert? Mit dieser Dings, als Sie das Dings von... mit dem Dings da... Sehen Sie, kann sich hier irgendjemand an irgendeine medizinische Tätigkeit erinnern, die er oder sie durchgeführt hat? Also, ich habe da letzte Woche mit Schwester Valerie, da habe ich so ein kleines... Ja, das will keiner wissen! Aber, ich meine, ich gehe doch immer in den Vorbereitungsraum. Jetzt ziehe ich mir die OP-Klamotten an und desinfiziere ich mir die Hände und dann gehe ich in den OP. Ja, und dann? Dann kommen wir raus und gratulieren wir uns, wie toll wir waren. Sehen Sie! Und meistens passiert irgendetwas Unvorhergesehenes in unserem Privatleben. Wir testen das! Jetzt sofort! Oberschwester May, machen Sie irgendwen für eine Operation fertig! Wo soll ich denn jetzt irgendwen hernehmen? Das ist mir scheißegal! Nehmen Sie irgendwen! Okay, sofort! Helena, Sie gehen in den OP und holen die OP-Klamotten. Ja. Ja, und Sie tun mal Ihr Handy weg und...
Wir sehen uns hier die Akte von irgendwem an und sehen dabei wichtig aus. Von links vielleicht. Ganz wichtig müssen wir noch erwähnen, du hast da noch jemanden angeschleppt, den wir auch hier schon im Podcast gehört haben. Da habe ich Hannes Kasser kennengelernt. Okay. Der spielte den schönen Sportmediziner Jersey Trenton, den du beim letzten Mal besprochen hast. Ich möchte sagen, eine legendäre erste Begegnung. Christoph habe ich kennengelernt 2005 im Rahmen eines Theaterprojektes. Das war eine studentische Theatergruppe, mit der Christoph schon mal zusammengearbeitet hatte. Und die wollten ein neues Stück auf die Bühne bringen und benötigten dafür noch weitere Schauspieler. Und da kam zuerst Urs hinzu und Urs hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch mitzumachen. Und so bin ich dann dazu gestoßen. Das Theaterstück, was wir da auf die Bühne gebracht haben, heißt The All-American Arzt-Roman. Und das hat Christoph eben auch geschrieben und eben auch dort Regie geführt. Wir haben das Stück dann ungefähr 10-12 Mal auf die Bühne gebracht. Und wir hatten zwar einen Stammspielort, an dem wir das gespielt haben, sind aber auch teilweise in anderen Orten noch aufgetreten. Und wir waren ja nur eine Truppe, die aus 6 Leuten bestand. Das heißt also, alle mussten irgendwie in irgendeiner Form daran mitarbeiten, dass das an welchem Ort auch immer dann umgesetzt wird. An vielen Stellen musste also improvisiert werden. Das gilt sowohl für den schauspielerischen Bereich, weil wir unterschiedlich große Bühnen hatten, weil die Auftrittsmöglichkeiten von rechts, links, vorne, hinten, wie auch immer, unterschiedlich waren, als auch was das Technische angeht, eine Beleuchtungssituation, technische Einspieler und so weiter und so fort. Und diese Form der Improvisation, die hat uns gerade in der Anfangszeit von Ex Libris an vielen Stellen weitergeholfen. Wir hatten ja, jetzt übertrieben gesagt, an manchen Stellen auch mit widrigen Umständen zu kämpfen, weil wir sehr knappe Aufbauzeiten hatten, weil die Räume jetzt nicht unbedingt immer so geschnitten waren, dass man sagt, okay, das ist jetzt der perfekte Raum für ein Live-Hörspiel oder so. Ja, und da wir das aber mit dem Arztroman alles schon mal irgendwie gemacht haben, war das jetzt auch kein großes Problem, mit einem Live-Hörspiel sowas umzusetzen. Wenn ich schon alleine höre, dass du sagst, dass improvisierend gespielt wurde und ein Stück drumherum geschrieben wurde. Improvisation ist ja auch immer ein großer Teil des Theater Ex Libris, auch gerade zum Beispiel auch für die Musiker, für euch Schauspieler selbst, dass dann andere Geräusche kommen, andere Musikstücke zum Beispiel und für euch jeder Abend irgendwie mal anders ist. Die liebe Judith habe ich ja auch nur kennengelernt, weil wir zusammen in einem Impro-Theater zusammen gespielt haben. Also wo das Improvisieren der Hauptzweck oder die künstlerische Hauptleistung auf der Bühne war. Und daher kannte ich dann auch viele Techniken, die ich, glaube ich, bei euch in den Proben angewendet habe, ne? Wie man halt so eine Improvisation dann auch anders gestalten kann. Das lernt man dann ja eben da im Impro-Theater. Hallo, hier ist Judith. Also der Christoph und ich, wir haben uns beim Improvisationstheater kennengelernt. Ich kannte den Christoph aber schon vorher, weil ich damals mit Kaktus Jungen Theater, einem Jugendtheater, das verrückte Vorhaben hatte, eine Theatersoap, eine Theaterserie mit Jugendlichen auf die Bühne zu bringen. Da habe ich auch noch mitgespielt. Und wir hörten quasi, dass jemand eine ähnlich verrückte Idee in Münster hatte und eine Arztserie oder einen Arztroman auf die Bühne brachte. Und dann habe ich mal recherchiert und mich umgehört. Und da bin ich eigentlich das erste Mal auf Christoph Thiemann gestoßen. Und dann durfte ich ihn bei Placebo Theater live kennenlernen und vor allen Dingen auch mit ihm zusammenspielen. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich vermisse es sehr, mit Christoph auf der Impro-Theaterbühne zu stehen. Ich glaube, am liebsten war es mir seinen Gangsterboss, wenn wir Fiete und Ginger gespielt haben. Also sein Gangsterboss ist ein Ratespiel beim Improvisationstheater, er ist legendär. Ich fand immer die Tanzeinlagen von Christoph waren legendär. Er kann aber auch sehr fantastisch singen und vor allen Dingen aus dem Stegreif ganze Lieder erdichten.
Genau, ich habe innerlich sehr oft den Hut vor Christoph gezogen, viel von ihm gelernt. Und dann kam irgendwann der großartige Moment. Meistens lernen wir uns nämlich immer am besten auf den Hin- oder Rückfahrten kennen. Wir, die miteinander arbeiten und dann uns ja auch gegenseitig immer privat kennenlernen. Auf einer Rückfahrt hat Christoph mich wie bei so oft mitgenommen in seinem schönen Mercedes damals und hat mir erzählt, dass er Live-Hörspiele macht, die drei Fragezeichen. Und da war ich Feuer und Flamme und genau, habe mein Fanherz quasi ausgeschüttet und habe dann die ersten Hörspiele mir auch angesehen, gehört und war ganz begeistert. Und dann kam irgendwann der großartige Moment, wo Christoph mich gefragt habe, ob ich nicht auch einmal mit dabei sein darf. Und genau, das war mein erster Schritt bei Theater Ex Libris. Und ich denke an all diese Momente immer noch gerne zurück. Ich möchte das nicht missen und bin sehr froh, dass das passiert ist. Ich danke dir, Christoph. Etwa zur selben Zeit bist du dann tatsächlich zum Theater Münster auch gekommen und hattest dort deine ersten Auftritte. Ja, wir können es tatsächlich nicht mehr rekonstruieren, was jetzt zuerst war. Da passiert ganz, ganz viel parallel, wie sowieso dann sich in diesen Jahren des ausschleichenden Studiums, so nenne ich es mal, ja, und gleichzeitig beim WDR anfangen, mal so eine Regiearbeit zu machen, wo ich dann auch Geld für bekommen habe, weil wir natürlich irgendwie Einnahmen dann auch ein bisschen generiert haben und so. Und dazu gehört auch, dass ich mich am Stadttheater beworben habe oder mich jemand vorgeschlagen hat und ich eine winzig kleine Rolle in einem ersten Theaterstück am Stadttheater Münster gespielt habe. Eine Rolle, die, wenn ich die als Regisseur besetzen müsste, ich gesagt hätte, das kann jeder Vollidiot machen, der nicht stotternd von der Bühne fällt. Das war in einem Theaterstück von Harold Pinter, eigentlich so ein Drei-Personen-Stück. Und da gibt es aber eine Mini-Rolle von einem Kellner. Und der Kellner sagt auch was auf der Bühne und dann darf es ja kein Statist machen. Ist nach alter Väter-Sitte so festgelegt oder so, keine Ahnung. Ja? Also ein Statist darf keinen Text haben. Deshalb muss das ein Kleindarsteller machen. Aber so war das eben mein Weg ins Theater. Die fanden das gut, was ich gemacht habe. Und dann habe ich im Laufe der von 1-2 Spielzeiten, man misst ja immer in Spielzeiten, habe ich immer wieder kleine Rollen gemacht, die immer ein bisschen größer wurden, nie was Riesengroßes. Aber ich war in Richard der Dritte zum Beispiel, durfte ich eine Doppelrolle spielen. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Da war ich einmal, das ist ja so ein großes Familienepos im Grunde, da war ich einmal der schon erwachsene Sohn aus erster Ehe der Königin und gleichzeitig einer der Mörder, die von Richard dem Dritten beauftragt werden, um seinen Bruder zu erdolchen. Und das war deshalb so spannend, weil das der erste Umzug war, den ich hatte, den ich nicht alleine machen konnte. Ich habe ja schon mal öfter Doppelrollen gespielt, aber der Umzug ist so schnell, dass du dir helfen lassen musst. Das heißt, hinter die Bühne, da steht eine Garderobiere und der Maskenbildner, die helfen dir, die Hose auszuziehen und das Jackett zu wechseln, während dir der Maskenbildner die Perücke aufsetzt und den Schnurrbart anklebt. Weil du es einfach, nicht weil man faul ist oder so, sondern weil man es in der Geschwindigkeit nicht hinbekommen hätte, sich von der einen Rolle in die nächste umzuziehen. Das sind halt so coole Momente. Ich habe dann noch ein Zitat aus dem Stück. Du wirst irgendwas gefragt, wo die beiden sind. Und dann sagst du, glaube ich, beide, Gloucester und Fuckingham. Hast du, glaube ich, beim Theaterspielen das dann quasi auch, ne, genau, mit dem sind natürlich Effe-Spezial. Gloucester und Buckingham. Ja, genau, ja. Ne? Und dann hast du daraus, was aber auf der Bühne total gut war. Ich habe das Stück dann gesehen, das fand ich richtig witzig. Als dieses verzogene Muttersöhnchen. Genau, ja, Gloucester, ne, und Fuckingham. Genau. Ne? Guck mal, das ist mir da so im Gedächtnis geblieben. Cool. Konntest du am Theater Münster auch selbst kreativ arbeiten? Also viel später erst. Also da war ich total froh, dass ich da diese Rollen spielen konnte. Vor allen Dingen, weil das für mich so, nachdem ich so oft damit gehadert habe, bin ich denn jetzt ein Schauspieler, bin ich ein richtiger Schauspieler? Ich habe das ja nicht richtig gelernt, sondern immer so nebenbei gelernt, beim Machen von Produktionen. Naja, und dann konnte ich sagen, auch wenn die Rollen nur sehr klein waren, ja, ich spiele ja an einem Theater, einem richtigen Theater. Ich werde dafür bezahlt und so. Und das war natürlich für mich total wichtig zu sagen, ja, natürlich arbeite ich als Schauspieler, auch wenn es total klein ist.
als ich bin dann später ans Theater Münster zurückgekehrt. Wir haben auch schon darüber gesprochen, über die Anfänge von Alarmstufe Mond, was ja mal Mondraketen-Massaker hieß und ein Musical war. Das habe ich dann als Librettist, nennt man das, also wenn man den Text und die Geschichte zu einem Musical schreibt. Das war viel später. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Arbeiten für dich dann auch im Planetarium Münster losging? Ich habe in der letzten Ausgabe fälschlicherweise gesagt, es hätten sich auf meine Hörprobenbewerbung im Jahr 2003 oder so, hätten sich nur Heike Dine Körting zurückgemeldet und der Horrorhorst. Das stimmt nicht. Es hat sich auch gemeldet jemand vom Planetarium Münster. Da hatte ich mich nämlich auch beworben, weil ich gehört habe, die machten da Lesungen. Mhm. Und die haben sich auch zurückgemeldet und dann habe ich da... da hatte ich nichts inhaltlich mit zu tun. Die hatten ein Programm unterschiedlicher Lesungen und brauchten dafür Sprecherinnen und Sprecher. Und die fanden das, glaube ich, ganz cool, dass das jemand war, der mal ganz jung war und von woanders kam. Weil da war ich ja wirklich noch in meinen 20ern. Und dann habe ich aus dem Programm, was da so vorgetragen wurde, die Möwe Jonathan, der kleine Prinz aber auch schon. Hm. Als Peterchens Mondfahrt. Peterchens Mondfahrt, ganz genau. Als Sprecher. Dann aber alleine und ohne Musik vorgelesen, während der Sternenprojektor lief. War das denn live wirklich so vor Publikum? Also genau, du hast das war dann auch da beim Publikum quasi gesessen, so wie ihr das heute auch macht, auf der Bühne dann dort? Oder? Ich habe gesessen hinter der Balustrade bei dem Techniker und es war, wie gesagt, keine Musik und es war natürlich nicht hörspielig, aber ich habe dann natürlich später die Idee gehabt, wie könnte man das noch ein bisschen aufpeppen? Wie könnte man noch mehr Feuer mehr daraus reinbringen? Machen? Ja, mehr. Ja, die Geschichte nochmal transportieren. Mhm. Hallo? Wer ist denn da? Oh, es klatscht! Herr Präsident, hier spricht Dr. Richard Ernst Kuhner. Was? Ich bin der Konstrukteur der Liberty. Ich weiß, wer Sie sind. Herr Gott nochmal, wie kommen Sie an diese Nummer? Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mich an Annette... Ja? Basta redet nicht so um den heißen Brei herum. Sei wie Basta. Sie haben recht, Basta. Herr Präsident, das zu erklären würde viel zu lange dauern. Hören Sie mir jetzt ganz genau zu. Wir sind hier auf dem Mond auf eine kriegerische Zivilisation gestoßen. Sie müssen uns von hier wegbringen, Herr Präsident. Sie vom Mond abholen? Selbst wenn ich wollte, Dr. Kuhner, wie sollte ich das tun? Ihre Liberty 1 ist die derzeit einzige funktionstüchtige Weltraumrakete. Nein, wir brauchen keine Weltraumrakete, Herr Präsident. Wir benötigen einen Ausstoß von 40 Kilo radioaktiven Isotopen, um die Adler an Bord der Liberty 1 wieder mit genügend Energie zu versorgen. Wir benötigen eine atomare Detonation. Schicken Sie eine Atomrakete, Herr Präsident. Eine Atomrakete? Sind Sie wahnsinnig, Dr. Kuhner? Amerika würde doch niemals einfach so eine Atomrakete abschießen auf ein Volk, das wir kaum kennen. Aber Mr. President, die haben hier oben eine Monsterspinne auf uns losgelassen. Ach, das sind vielleicht einfach kulturelle Unterschiede. Sie wollen die Sauerstoffvorräte der Erde. Das klingt doch nach dem Anfang gewinnbringender Geschäftsbeziehung. Aber es sind Frauen, die ihr Wissen teilen. Was? Kommunisten und Frauen? Wieso haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Dann schicke ich besser gleich zwei Atomraketen. General Forbert, Alarmstufe Mond. Machen Sie sofort die Justice for All und die Pursuit of Happiness abschussbereit. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Schnell raus. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist allgemein, dass vor allem jetzt du, Christoph, und du, Urs, ihr euch beim Arztroman quasi kennengelernt habt und jetzt schon auch so viel berichtet, wie viel kreativ ihr dann sofort von Start an miteinander gemacht habt. Und eine Sache zum Beispiel, die auch ein ganz wichtiger Stepstone war, bis es zum Theater Ex Libris ging, ein ARD-Wettbewerb, Premiere im Netz. Mit dem Hörspiel Mutabor. Ich höre, unsere erste Pflicht sei der Frieden. Ich aber sage euch, unsere erste Pflicht, Brüder, ist die Wahrheit. Warum will der Ungläubige das wie die Worte der Bibel nicht für wahr halten? Er will es, um uns den Blick auf die Wahrheit zu verschleiern. Denn der Allmächtige selbst sagt überdeutlich, niemand
kommt zum Herrn! Das, denn durch das mich würde den mächtigen Herren in Cordoba und Damaskus, in Kairo und Tripolis wohlgefallen. Sie wollen unsere Seelen vergiften und uns unseren Glauben diese hohen Herren. Europa, wir haben zugelassen, und wir haben Mammon verfallen lassen. Und wir haben zugelassen, dass sie dem Schwert an sich gerissen haben und seither mit dem Schwert unter ihr Joch zwingen. Aber diesen Teufeln aus Cordoba, die das Schwert gegen uns führen, denen rufe ich zu. Ihr, die ihr zum Schwert greift, werdet durch das Schwert umkommen. Das klingt jetzt sehr düster, ne? Ja. Das war auch sehr düster. Ja, das war sehr düster. Das war, also das ist einer dieser Steine, die vielleicht nicht wohin tatsächlich geführt haben, weil wir haben diesen Wettbewerb nicht gewonnen oder so, und das fand auch keine großartige Beachtung. Aber es war eigentlich die erste eigene Hörspielproduktion. Absolut, das war so ein Kurzhörspiel, und das war so eine Collage aus unterschiedlichen Szenen aus der gleichen Welt, eine Paralleluniversums-Geschichte, in der eben diese in Südspanien gab es ja früher so ein maurisches Herrschergeschlecht, und das hat eben fortgelebt, und das hast, und die Idee ist, dass du einen modernen muslimischen Staat im Süden von Spanien hast, und Europa ringsherum ist so von christlichem Fundamentalismus zerfressen und ganz rückständig und so. Und meine Rolle da war eben der, das war der christliche Terrorist, ne, der da seine Anhänger aufwiegelt. Ja, es hat zu nichts geführt tatsächlich, aber es war die allererste Hörspielproduktion, wenn auch sehr klein, die ich mit Nils Jenas gemacht habe. Urs und ich haben das zusammen geschrieben, und mitgesprochen hat natürlich jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war. Olaf Bürger, mit dem ich bei den Decodern gesprochen habe, der hat eine Rolle gesprochen. Leute, die man heute beim Theater Ex Libris hört und so weiter. Wollen wir vielleicht mal kurz darüber sprechen, über ein Projekt, das ihr drei zusammen gemacht habt, über etwas, wo man jetzt einfach nur mal ein Wort einwirft mit einer Zahl hinten dran und ihr erklärt mal, was das ist. Sitzfleisch 110. Das beweisen wir gerade hier, Sitzfleisch. Ja, allerdings. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Ach, ich brauchte eine Szene für einen Demo-Dreh, genau. Also, darf ich? Bitte. Da geht's gerade. Also, der Christoph hatte die Idee, verschiedene Szenen zu inszenieren, die wir dann technisch aufgenommen haben, also kleine Filmchen, um daraus eine Demo-DVD zu machen. Und eine Idee war eben, ich sag mal, der Vorläufer von eben dem, was dann Sitzfleisch 110 werden sollte, nämlich die Geschichte von zwei Polizisten, die bei der Observierung ins Gespräch geraten. Ja, weil wir uns vorgestellt haben, das dauert ja Stunden und Stunden. Genau. So ein Stakeout. So. Und dann kommt man ins Labern von Unsinn. Genau, dann fangen die einfach an, ein bisschen zu reden. Und dann habe ich überlegt, wen kenne ich denn, der gut Unsinn reden kann? Und dann ist mir natürlich nur einer eingefallen, Urs. Ja. Und dann haben wir, es war ein Wochenende, ne? Da haben wir an einem Wochenende mit Michael Osterhaus, der hat da auch federführend mitgeholfen, das Ganze umzusetzen, diese Szenen runtergedreht, und einen Abend, eine Nachtszene quasi, war dann eben diese Observierung. Und ich weiß, dass es ursprünglich eigentlich um Autos gehen sollte, und dass ihr thematisch dann, meinst du? Thematisch, genau, in der, ne, die Jungs unterhalten sich über Autos, und das, ich weiß nicht, war irgendwie, wo ich dachte, das passt nicht so ganz, und dann seid ihr nochmal für 20 Minuten bei Christoph ins Kämmerchen verschwunden. Ehrlich? Und dann ist nach 20 Minuten. Da fanden wir doof, und dann sind wir reingegangen so. Und die warteten draußen, und wir haben dann da. Genau, ne, wir haben die Pommes besorgt, die dann hinterher kalt war. Und ihr habt dann, das war 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wollen wir kurz reinhören in den Quatsch? Also das sehr, sehr gerne. Wo ist mein lustiges Taschenbuch? Im Müll. Warum? Weil es nicht angeht, dass du hier so eine peinliche Scheiße liest. Außerdem ist es total unlogisch. Was bitte ist denn daran unlogisch? Zum Beispiel wegen Pluto. Was ist denn mit Pluto? Pluto ist ein Hund, ne? Ja, wohnt in einer Hundehütte. Ja. Goofy ist aber auch ein Hund, fährt Auto und wohnt im Haus. Unlogisch. Nicht proportionale Evolution. Bitte? Das ist nicht proportionale Evolution. Das ist das Entenhausen-Ententeich-Paradigma.
Pass auf, es gibt im lustigen Taschenbuch 407, da gibt es eine Szene, da füttern Tick, Trick und Track Enten, die auf einem Ententeich schwimmen. Das erklärt gar nichts, genauso unlogisch. Nein, es gibt in Entenhausen offensichtlich Evolution, die für jeden unterschiedlich schnell abläuft. Ja. Deshalb gibt es Enten, wie wir die kennen, hier Quack Quack, die so auf dem Ententeich mit Brot gefüttert werden. Ja. Und es gibt Enten, die einen multinationalen Konzern leiten oder bei den Pfadfindern sind. Ja. Das ist ein Symbol. Das ist Symbol. Hier wie Brecht. Wie Brecht ist ja, das? Ja, nur nicht so bildungsbürgerlich abgehoben. Mhm. Das ist doch was, worüber man nachdenken muss. Ja. Das hat doch eine Aussage über dich und mich als Mensch. Ja. Wir Menschen sind ja auch unterschiedlich weit entwickelt. Ja, offensichtlich. Und du musst dir für dich überlegen, bin ich eine Ente, die auf dem Ententeich schwimmt und gefüttert wird? Oder bin ich eine Ente, die im Matrosenanzug daneben steht und die füttert? Ja. Oder bin ich eine Ente, die denkt, sie würde füttern, in Wirklichkeit aber gefüttert wird? Von einem, der will, dass man denkt, man würde füttern. Das Einzige, worüber ich nachdenke, ist, mit was sie dich als Kind gefüttert haben. Ach, komm mal. Da kommt einer rauf. Ich kann mir vorstellen, das machen wir vielleicht alle 5 oder alle 10 Jahre mal. Und dann ist es am Ende so ganz toll, wo man uns so altern sieht. Also dich natürlich nicht, Urs, weil du alterslos schön bist, aber mich natürlich, wie ich langsam neben dir verwelke. Ja, also das wäre wieder so eine Sache gewesen, zu dem Zeitpunkt haben wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig darüber gewusst, wie YouTube funktioniert gar und so. Nicht. Und oder gar nicht. Richtig, ne? Gar nicht. Wir haben es gar nicht gewusst. Wir haben es gar nicht gewusst. Also, ne, wie wichtig Regelmäßigkeit ist. Absolut. Wie klar. Wichtig auch ein langer Atem ist, dass man das, ne, irgendwie dann erstmal ein paar Monate ins Leere senden muss. Oder mal Jahre super, auch. Ja. Oder auch Jahre und dass das super frustrierend ist. Also hätten wir mal früher Smack Boom gekannt, die hätten uns da ein bisschen erklären können, wie das läuft. Die wissen auf jeden Fall, wie es ist, wenn man Jahre ins Leere senden muss. Aber wo wir bei YouTube sind, vielleicht die das auf YouTube hören und sehen, da können wir es ja in die Endcard packen, eine Folge. Weiter ging es tatsächlich für dich mit einer sehr, sehr großen Sache, die auch bis heute anhält und durch die wir uns so ein kleines bisschen kennengelernt haben. Und zwar ist es Thiemanns Wortgeflecht. Das ist eine Reihe im WDR auch, die als regelmäßiger Podcast erscheint, wo du tatsächlich wirklich alles, was du bisher erzählt hast, was du gelernt hast, so ziemlich unterbringen kannst. Du hast da Kabarett drin, du hast da Hörspiel drin, Schauspiel drin, du schreibst dort. Und das in sehr, sehr kurzen Skits, sehr interessant über obskure Wörter. Ja, und auch über ganz alltägliche Wörter, wo dann die Geschichte aber vielleicht obskur ist. Ja, 2009 habe ich damit angefangen, weil intern im WDR gesucht wurde, wer könnte denn mal hier so Redewendungen erklären für eine Sendung auf WDR 5. Ja. Und da könnte ich jetzt, und habe ich auch stundenlang schon drüber geredet, also ich habe mal ausgerechnet, wir haben ungefähr 30 Sendestunden produziert. Und das sind ja teilweise wirklich Sachen manchmal, die nur eine Minute 10 gehen, manchmal 3 Minuten. Ja, zwischen 3 und 5 Minuten. Im Moment sind sie ein bisschen kürzer, weil das auch das Programm durch verschiedene Sendungen gelaufen ist. Genau, das ist meine regelmäßige Kolumne, die ich tatsächlich, und das ist so krass, seit 15 Jahren früher jeden Montag, jetzt jeden Mittwoch mache. Ja, das ist eine Reihe, die sogar dazu geführt hat, dass du auch mal ein Buch rausgebracht hast dann, nach einigen Jahren, nachdem einige Wortgeflechte schon entstanden sind. Und zwar ist das Buch Gebratene Störche mit fetten Beats. Ja, ich hasse den Titel. aber der Verlag hat ihn mir empfohlen. Und da ich so unerfahren in der Veröffentlichung von Büchern war, habe ich gedacht, ja, wenn ihr meint, das ist gut, dann nehmen wir den. Und im Nachhinein finde ich den nicht so geil. Aber da habe ich damals die coolsten Geschichten, die interessantesten Geschichten zusammengetragen. Und dann ist das im Rowohlt Verlag erschienen, 2014. Ne? Ja. Genau. Ja, 2017 schon die 300. Folge und bis heute hält es an. Es läuft immer noch, ja. Ich finde das total spannend, weil gerade Thiemanns Wortgeflecht ist eine Sache, die ich kenne super viele Leute, die das kennen, die
nicht wissen, zum Beispiel, dass wir Kontakt haben oder sonstiges, auch wenn die wissen, was ich mache, aber nicht wissen, dass du dieser Christoph Thiemann bist, aus Thiemanns Wortgeflechter, ja, weil das ist eine total bekannte Reihe und du kannst es so gut durchhören, du hast es so schnell im Ohr, du kannst dir manchmal echt einfach, wenn du Bock hast, mal 10 Folgen am Stück reinziehen. Mhm. Das geht halt so schnell. Aber das ist eben das Besondere daran, wie Radio wahrgenommen wird, da kannst du, selbst wenn du ganz viel Radio machst, es sind ja nur die Top-Leute bekannt. Also wirklich die, auch nicht alle Moderatoren, nur die Moderatoren mit den besten Sendeplätzen in der Morgenzeit, die sind bekannt. Steckst du einmal die Nase ins Fernsehen, haben das kurioserweise sofort ganz viele gesehen. Ja, ja. Das ist eine ganz, ganz andere Wahrnehmung. Absolut. Ja, so ziemlich zur selben Zeit oder zumindest kurz danach ist etwas entstanden, das sich dann bis heute auch begleitet, auch wenn es dort noch nicht so hieß. Und zwar ist es die Urform des Theater Ex Libris mit den Vorlesungen für die 3 Fragezeichen. Die Erde hier am Höhlenboden ist ganz locker. Ja. Ich wage zu behaupten, dass jeder Fußbreit Boden in dieser Höhle während der letzten 100 Jahre mehr als einmal umgebuddelt wurde, in der Hoffnung, Piratengold zu finden. Hey, leuchte mal dorthin, Justus. Wo? Im hinteren Teil der Höhle waren flache Felsplatten zu sehen. So glatt, als hätten sie einst als sehr hartes Lager für Gefangene gedient. Das Licht der Taschenlampe wanderte über die Spalten und vorragenden Gesimse im Fels, bis es an einem etwa 2 Meter über dem Boden gelegenen Punkt plötzlich stillhielt. Da ist etwas Weißes. Ja. Rundes zwischen den Felsen. Kollegen, das ist ein Totenschädel! Es sieht aus, als würde er uns angrinsen, als würde er gleich anfangen zu sprechen. Geht weg! Geht weg! Der Schädel! Lasst mir meine Ruhe. Hier gibt es keinen Schatz. Nur meine müden, alten Gebeine. Weg hier! Kollegen, bleibt hier. Überlegt doch mal bitte, ein Schädel kann nicht sprechen. Ihm fehlen zum Sprechen Zunge und Kehlkopf. Mann. Lachend kletterte ein schlanker Junge mit dunklen Locken aus seinem Versteck in einer Felsnische hervor. Chris Markus! Habe ich euch erschreckt, ja? Ja, da ging für mich natürlich ein Traum in Erfüllung. Ich wollte ja immer schon Lesungen machen und die Lesungen vielleicht auch ein bisschen anders gestalten, als ich es zum Beispiel aus dem Planetarium kannte, wo ich ja eben als Vorleser gebucht wurde. Und dann entstand dieser Wunsch, Lesungen eben anders zu machen. Vielleicht manchmal können die ja ein bisschen trocken sein und dann zu überlegen, wäre es nicht schön, die Kraft der verteilten Rollen zu machen, weil du dann wirklich ein Gegenüber hast, mit dem du spielen kannst, dann noch die Musik dazu zu nehmen. Und als wir dann durch einen unglaublichen Zufall die Möglichkeit bekamen, dass Hannes Kasser uns die Rechte besorgt hat vom Verlag, ja, ging es los, dass wir das erste Mal die 3 Fragezeichen-Lesung gemacht haben. Tatsächlich ungefähr zur gleichen Zeit, als das da auch losging mit Thiemanns Wortgeflecht, obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat. Das war eben dann der andere Weg auf der Bühne, weil ich, habe ich ja auch schon jetzt gesagt, nicht, dass ich mich schnell langweilen würde, aber so immer wieder das Gleiche zu machen, also wie zum Beispiel, wir haben vor 2 Folgen ja mit Thomas Schweins besprochen, dass der, weißt du noch, 8 Aufführungen pro Woche in dem Musical gemacht hat. Ja, das war die Härte wirklich jeden 8 Tag. 8 Vorstellungen in einer Woche, also am einen Tag frei und am Wochenende dann 2 Vorstellungen, da wird mir ständig Blut aus dem Kopf laufen. Das finde ich so unfassbar und ich habe immer gerne neue Sachen gehabt und natürlich ist es auch, wäre es vielleicht toll, eine durchlaufende Serie zu haben, so eine Comedy-Serie, aber das ist nicht meins, das immer neu zu füllen und deshalb in dieser Lesung bestand natürlich auch die Chance, relativ schnell dann immer was Neues machen zu müssen, weil der Probenaufwand. Am Othello haben wir wie lange geprobt? Wie haben wir denn gearbeitet und geprobt? Also wir haben da schon ewig, also 2 Jahre. 2 Jahre, glaube ich, weil der Prozess vom Anfang des Skriptes bis zur Premiere, Arztroman ist schneller gegangen, glaube ich.
Ja, aber, das ist schneller gegangen. Aber auch ein Jahr oder so? Mit Sicherheit. Und bei der Lesung wusste ich ja, das ist, wird deutlich schneller und haben eine schöne Abwechslung, immer Sachen, neue Sachen machen. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, die drei Detektive zu machen, meine Güte, was für ein Traum. Mit Judith und Urs haben wir ja schon intensiver darüber gesprochen. Ja. Deshalb hier nochmal einfach ganz kurz zu sagen, dass man einmal diese Rollen, die wir alle so im Kopf haben, einmal da ein bisschen in diese Rolle schlüpfen darf und andere Figuren zum Beispiel, die gar nicht vorkommen, die dann eine ganz kreative eigene Fassung zu finden. Ja, uns ist es ja oft sehr schwer gefallen, so ganz gegen die Interpretation zu gehen, die wir aus dem Hörspiel so kennen. Haben wir an ein, zwei Stellen gemacht, aber besonders interessant war es natürlich, wenn wir uns dann doch ein bisschen eine Freiheit genommen haben und zum Beispiel vielleicht können wir das einmal kurz anhören. Es gibt ja im Ameisenmensch den Kustos Gerhard Malz. Aber man kann natürlich auch denken, ja, der heißt halt Gerhard Malz und ist ein Österreicher. Nach dem Essen ging Gerhard Malz mit den drei Detektiven über die Straße zu dem fensterlosen Gebäude, das die Mosby-Kunstsammlung beherbergte. Er klingelte an der Haustür und ein Aufseher ließ sie herein. Es gibt in vielen Banken Tresorräume, die längst nicht so gut gesichert sind wie dieser Bau hier. Die Alarmanlage wurde eigens für dieses Gebäude entworfen. Die Feuchtigkeit in den Räumen wird ebenfalls automatisch geregelt und die Temperatur konstant gehalten. Aha. Ein solches Haus ist ein Traum für einen jeden Kustos. Ein Traum, ja. Nun folgt mir hier entlang. Mhm. In diesem Raum haben wir... Oh, fantastisch! Hä? Das ist doch der gleiche wie bei Mrs. Chumley. Ja, aber das ist das Original, du Idiot. Ja, es ist das gleiche und doch ist es anders, Peter. Der Unterschied liegt natürlich darin, dass dieses Bild von Vermeer gemalt wurde. Hä? Die Kopie bei Mrs. Chumley ist hervorragend, aber eben eine Kopie. Ihr fehlt... Der Genius des Meisters. Der Genius, aber es sieht so neu aus. Ist dieser Vermeer nicht schon lange tot? Oh, Vermeer. Ja, der ist seit mehr als 300 Jahren tot, ach, Peter. Ich glaube, was in der Zeit aber auf jeden Fall entstanden ist, ist die Liebe zum Original. Mhm. Die Liebe zum Original und auch das Original pflegen und quasi neu aktuell herausbringen zu wollen. Und wie wir alle wissen, also super, Heike Dini Körting, ne, und so weiter, alles super. Aber die Bücher haben eben noch mehr zu bieten, als die Hörspiele manchmal konnten, ne, weil die Länge war ja am Anfang begrenzt und so ist ja heute auch anders. Und deswegen mein absoluter Favorit, was wir gemacht haben, ist unsere Version der Silbernen Spinne, weil, vielleicht wird das jetzt an manche schockieren, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man sich, hä? Es gibt eine schwedische Stadt in Amerika und da regiert die Firma, die da ist und der Staat im Staat und so. Und in Wirklichkeit spielt die Silberne Spinne in Europa, in einem Fantasiefürstentum, sowas wie Monaco, ne? Irgendwie sowas. Ne? Oder genau, wie Latveria bei Dr. Doom. Ne? Varania heißt es da. Genau, es heißt Varania und Christoph hat das zurückgeführt in das, was original im Buch stand und die reisen dann da nach Europa und laufen da durch Varania und deswegen auch ein Kerker und deswegen Köhler, der Leute foltert und so weiter. Das gibt's dann und deswegen braucht man, genau, das habe ich auch früher als Kind natürlich nie in Frage gestellt, warum braucht man, wenn man eine Firma übernimmt, eine silberne Spinne, die man trägt und so, ne? Als Fürst macht das dann schon historisch gesehen mehr Sinn, ne? Aber ich finde, das zeigt immer in a nutshell, was die drei Fragezeichenlesungen oder auch Theater Ex Libris ist, zu sagen, wir gucken uns mal das Original an und wie können wir das darstellen und das ist darin fantastisch gelungen ist. Ja, und was kann man im Original vielleicht noch Neues entdecken, weil es früher gar nicht so beachtet worden ist. Beim Dracula ist das ja besonders deutlich. Da hast du ganz viele Verfilmungen, die sich aber immer weiter vom Original entfernen und dann haben spätere Verfilmungen vielleicht viel mehr mit frühen Verfilmungen zu tun als mit dem literarischen Original. Ein ganz, ganz wichtiger Player bei Theater Ex Libris und bei den drei Fragezeichen-Lesungen waren ja die Bilder. Mhm. Denn mir war es ja ganz wichtig,
die Bilder vielleicht auch aufzubrechen, auch wenn das ja eigentlich was Gemeines ist, die Bilder zu verändern, die man im Kopf hat bei den Sachen. Aber es gibt so Amerikanismen, die ich mir als Kind nicht vorstellen konnte. Das Haus, das auf Reisen geht zum Beispiel, ne? Weil es eben in dieser amerikanischen Fertigbauweise einfach auf den Laster geladen werden konnte. Und Sebi, ich weiß nicht, kannst du dich noch an lange Nächte erinnern, in denen wir stundenlang Bilder bearbeitet haben? Ja, kann ich. So gut ist mein Gedächtnis doch. Ja, das hast du gemacht mit mir, Mann. Ja, ich konnte das nicht. Also wir wollen vielen Dingen mal ein Bild geben. Also ich glaube, eines der berühmtesten Beispiele bei drei Fragezeichen ist halt diese Folge mit dem Melrose Place Gebäude, wo der Pool in der Mitte ist. Ja. Was ich mir damals auch nicht vorstellen konnte. Der Carpathian Paseo Place, ganz genau. Ja, genau. Und ja, weil das was ist, was wir nicht kennen aus Deutschland, diese Bauweise. Als ich das gehört habe, ich fand das so absurd. Und dann habe ich das da das erste Mal gesehen. Und genau solche Sachen aufzugreifen, das hat der Christoph dann geschafft, kam mit einem Schwung von Bildern, also wirklich, wir haben dann noch aussortiert. Und dann ging es halt darum zu sagen, okay, wir versuchen auch direkt ein Gefühl für die Zeit, in der das spielt, mit reinzunehmen. Das heißt, wir hatten die Bilder aus völlig unterschiedlichen Quellen. Hier, du warst doch mal da im Urlaub, bring das mit. Hier gibt es diese freien Bilder, die verfügbar sind, weil die irgendwie tatsächlich vielleicht aus Wikipedia sind oder so. Ja, oder dieser Trödelmarkt, den du geknipst hast, ganz der genau, den Schrottplatz herhält. Und Sebis Aufgabe war es dann am Anfang, bis er mir das dann ordentlich beigebracht hat, die so aussehen zu lassen, als seien die eben nicht zusammengewürfelt, sondern als hätten die einen Look. Genau. Der Reling und blickte in das dunkle Wasser hinunter. Er drehte sich von der Reling herum und sah plötzlich ganz entgeistert drein. Vielleicht war da auch gar nichts im Boot? Vielleicht ist es unter dem Boot. Hä? Ja, passt mal auf. Kapitän Jason sagte, es sei kein Platz an Bord, wo sich etwas so Großes verstecken ließe. Aber es könnte ja auch an Bord sein, ohne dass es im Boot selbst sein muss. Nämlich am Unterboden befestigt. Die Brüder Connors und McGruder sind alle Taucher. Jeder der drei hätte die Last dort festmachen können. Peter, ich bin fassungslos. Ich glaube, du hast etwas erfasst. Es schien Zeichen und Wunder. Unten dran müsste so ein Ding gar nicht mal so groß sein, um das Boot abzubremsen. Der Widerstand im Wasser wäre ja auch so sehr hoch. Vielleicht hat sich ganz einfach ein Taucher dran gehängt. Ja, da müsste schon Justus sich unten dran hängen. Also bitte. Urs hat am Anfang bei der Drei-Fragezeichen-Lesung Mini-Rollen gesprochen, als es dann darum ging, oh, hier hast du Kommissar Reynolds mal in einem längeren Part, oh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gesagt, weiß ich nicht, ob Urs das schafft. Ne? Wir hatten ja schon viel zusammen im Radio produziert, immer diese kleinen Mini-Hörspiele und das waren ja kurze Sätze, an denen wir viel arbeiten konnten und so. Und aber da musst du den Schauspieler jetzt freilassen und kannst nicht nach jedem Satz auf die Taste gehen und sagen, nee, sprech nochmal anders und da musst du höher und das musst du anders machen. Und Urs hat einfach in den letzten Jahren so viel dazugelernt und hat sich so sehr weiterentwickelt, was das Sprechen angeht, das wäre damals einfach nicht möglich gewesen. Weißt du, das war echt ein Ding, dass ich dachte, da kommt Hauptkommissar Reynolds vor und erzählt mal mehr als, was macht die Jungs da, okay, dann werde ich die Leute jetzt verhaften, sondern da hast du die Vorgeschichte, ich glaube, im sprechenden Totenkopf erzählt. Ja, und tja, und jetzt sprichst du Jonathan Harker in Dracula. Hören Sie, die Kinder der Nacht, Mr. Harker. Was für eine Musik Sie machen. Die Wölfe. Ja, durchaus, Graf. Sie können hier im Schloss hingehen, wo Sie wollen, mein Freund. Außer dahin, wo die Türen verschlossen sind. Wir sind hier in Transsilvanien und Transsilvanien ist nicht England. Unsere Wege sind nicht die Ihren. Sie wissen sicherlich, dass sich hier manchmal seltsame Dinge ereignen, nicht wahr? Durchaus, ja. Was für ein Haus haben Sie in London für mich ausgesucht? Ich habe alle wichtigen Papiere bei mir, Graf.
Hier sehen Sie, das Anwesen liegt nur ein paar Meilen östlich von London. Ah, in der Grafschaft Essex, nicht wahr? Ganz richtig, Graf. Sie haben sich gründlich informiert, wie ich sehe. Sehen Sie hier, Graf, unsere Kanzlei besitzt eine Kodak. Mit der habe ich Aufnahmen des Anwesens für Sie gemacht. Ah, diese Bilder entstehen durch Licht und Chemikalien, nicht wahr? Ganz richtig. Beeindruckend, Mr. Harker. Du hast vorhin gesagt, so Radiomoderatoren, da kennt man vielleicht so die Spitze des Eisbergs, die im Fernsehen auftreten. Vom Fernsehen hast du nämlich auch nicht Stopp gemacht. Es hat angefangen mit Fernsehauftritten, zum Beispiel so Kabarettauftritte für NDR, die du hattest. Und dann ganz groß auch eine Sendung, die es bis vor kurzem noch gab, und zwar Die Man Testet. Ich habe im Radio gesessen, in Münster haben wir das ja alles immer produziert. Und irgendeiner ist da auf die Idee gekommen, in der Besprechung, die beim Fernsehen gelaufen ist, wir brauchen einen lustigen Vogel für eine Straßenumfrage. Das muss mal ein bisschen anders sein. Und dann hat einer gesagt, hier der Typ, der immer für diese Satireformate im Radio schreibt und spricht, kann der das auch machen? Wir fragen den mal. Dann habe ich eine Umfrage gemacht und das fand der damalige Verantwortliche total gut. Und dann haben wir gesagt, mit dem machen, also so eigentlich ganz klassisch, wie es immer so ist, mit dem machen wir jetzt eine Serie. Und dann haben sie tatsächlich eine Serie mit mir gemacht, von der ich auch wieder dachte, ja, wie viele Restaurants, das war dann das Thema der Serie, ne? Restaurants vorstellen im Münsterland. Es ist nicht im ganz großen WDR gelaufen, sondern in der Lokalzeit Münsterland, trotzdem immer noch eine weite Verbreitung. Und dann dachte ich, ich kannte mich auch nicht so aus, ja, wie viele Restaurants kann es geben? Wie viel Zeit haben wir der Serie gegeben? Auch so ein Jahr, ne? Vielleicht ja, zwei. Ja. So. Und es ist 10 Jahre lang gelaufen. 10 geworden. Und das war insofern für uns total wichtig im Nachhinein, denn als wir die 3 Fragezeichen nicht mehr machen konnten, wer genauer wissen möchte, woran das lag, der hört den ersten Podcast, den zweiten mit Judith und Urs, da sind die Leute natürlich gekommen, weil wir die 3 Fragezeichen gemacht haben. Und ob das jetzt wir gut machen oder andere Leute gut machen, ist nicht so ganz entscheidend. Und durch diese regelmäßige Fernsehpräsenz wurde ich aber relativ bekannt im Münsterland. Und das hat Urs, der in den folgenden Jahren dann immer mehr auch zu unserem Booker geworden ist, also der den Kontakt zu den Veranstaltern hält, total in die Karten gespielt, oder? Ja, das hat das total verändert. Alleine, wenn du Leute anrufst und sagst, hier, wir wollen da auftreten und du musst denen nicht erklären, wer Christoph Thiemann ist, sondern das war dann teilweise in kleineren Orten vielleicht auch, dann fing schon an, ein Problem zu machen. Ich dachte, was, der kommt doch hier nicht hin, ne? Das können wir gar nicht bezahlen und so. Aber hauptsächlich war es so, dass, und das kann ich völlig verstehen, in den Köpfen der Veranstalterinnen und Veranstalter war es so, okay, wenn der kommt, kriege ich auf jeden Fall schon mal so und so viel Zuschauer. Weil die einfach kommen und ich gehe kein besonderes Risiko ein mit vielleicht jetzt auch sowas wie Live-Hörspiel. Darunter können sich dann wieder ganz wenige was vorstellen. Ja. Und dann sagen sie, ah, jetzt habe ich sowas, aber okay, wenn der Thiemanns macht, dann kommen die Leute vielleicht trotzdem. Und das hat ganz, ganz viele Türen geöffnet. Und das finde ich das Kuriose, das hat ja inhaltlich mal überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Nee. Ich teste im Restaurant, also ich stelle Restaurants vor, das war immer so eine ganz nette, launige Geschichte, dass man eben mit dem Wirt oder der Wirtin ins Gespräch kommt und was ist deine Leidenschaft hier fürs Kochen und fürs Leute bewirten? Ein bisschen Quatsch gemacht vor der Kamera, aber im Grunde war das ein etwas anderer Ausgehtipp, wo man im Münsterland mal toll essen gehen kann. Live-Hörspiele oder das andere, auch das Kabarett, was ich damals noch gemacht habe, hat hier gar nichts damit zu tun. Aber hier, das ist ja aus dem Fernsehen, da gehen wir mal hin. Ja, aber ich glaube, daran siehst du halt, wie wichtig Persönlichkeit ist. Dass das viel, viel größerer Träger ist, wenn man einen Zugang zu der Person hat, die das macht. Dann hilft das immer. Frage an euch alle. Guckt oder konsumiert ihr irgendwas, nur weil es diese Person macht? Also Nee, ne? Also ich nicht. Ich überlege gerade. Ja, also ich habe mal eine Serie gesehen. Ach, weiß jetzt aber nicht mehr, wie die hieß. Feedback.
Fleabag. Fleabag, ja. Genau. Ne? Und da, weil du die Schauspielerin? Weil ich das Konzept nett fand und dann hinterher fand ich es immer ein bisschen nervig, ja. Aber ich habe da gesagt, mich interessiert, wie die Schauspielerin das zu Ende bringt. Manchmal höre ich ein Hörbuch, wo mich die Geschichte gar nicht so mega interessiert auf den ersten Blick. Ich den Sprecher, aber sehr gerne mag. Ich gucke auf YouTube Augenspalter TV, also so Rollenspielgeschichten, ja. Und da gucke ich, ich interessiere mich nur so für eine Sorte von Rollenspielen eigentlich und gucke bei denen aber ganz viel anderes, was mich eigentlich gar nicht interessiert, weil die da sind, das gut machen. Ich habe mal einen Podcast gehört über die Masters of the Universe Hörspiele und die Jungs, die das machen, die fand ich bei so wem? Ja, bei Smackboom und ich fand die Jungs so cool, dass ich mir dann auch ihren Schwester-Podcast angehört. Nee, jetzt ohne Schleim, das ist wirklich so gewesen. Und dann habe ich mir auch das Geeksche TZ angehört und zuerst nur die Sachen, die mich interessiert haben, ja, wo ich auch inhaltlichen Bezug habe, weil das ist ja eine ganz bunte Zusammenstellung von Themen. Und dann, als ich die alle durch hatte, dann war ich doch so hooked. Ja, dann habe ich mir auch die Sachen angehört. Kam über auch die Videospiele. Ja, genau. Dann habe ich mir das auch angehört. Insofern ist es doch, guck, habe ich mir selbst das jetzt gerade erklärt, wie das funktionieren kann. Ich habe noch eine Geschichte zum Thema Team Untested. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie persönlich ich werden darf, aber der liebe Christoph ist ja der Partner und Onkel von meinem Sohn. Mhm. Und es begab sich zu einer Zeit, da hat die Lehrerin von meinem Sohn, damals noch in der Grundschule, die hatten irgendwie eine Projektwoche zum Thema Eis oder einen Thementag Eis, keine Ahnung. Speiseeis, genau. Ja. Und Christoph musst du mir kurz helfen, wie heißt die Eisdiele, die du da getestet hast? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Christoph testete eine Eisdiele. Und die Lehrerin zeigte dieses Video. Und mein Sohn sagte natürlich, ja, das ist mein Patenonkel. Sehr gut. Die Lehrerin wollte es leider nicht glauben. Du sollst nicht lügen. So, ne, das war die Geschichte. Da ich nur weil dein Onkel rote Chucks trägt. So, und das Frustrierende war, damit hat er irgendwie ein halbes Jahr später, hat er mir das gesagt, wo ich dachte, hier können wir doch mal eben ein Foto oder ein kleines Video mit Chris und ne, so. Mhm. Aber das war so eine Sache, das hat sich selbst bis nach Dortmund rumgehört. Mhm. Genau, obwohl das gar nicht euer, euer Fenster ist. So. Ja. Ja. Das heißt also, da sind die Kreise automatisch größer geworden. Naja, und man kann jetzt immer sagen, also ich glaube schon, dass es total wichtig ist und viele, viele, viele Leute hätten mehr anderen Erfolg gehabt, wenn irgendeiner mal auf die gezeigt hätte. Ja. Ne? Also ne, heute sind es gar nicht mehr so sehr das Fernsehen, sondern irgendwelche großen Influencer und so. Aber es wird sehr oft auf Leute gezeigt und da wird trotzdem nichts raus. Obwohl einer mal auf die gezeigt hat, weil die Chance nicht genutzt haben. Und ich glaube wirklich, mittlerweile ist es so, wir haben sehr, sehr viele Leute beim Theater Ex Libris. Wir fragen ja auch ganz oft, wer ist zum ersten Mal hier und so. Wir haben erfreulicherweise immer noch ganz viele neue Leute, aber wir haben auch wirklich alte Fans, die immer, immer wieder kommen und uns da die Treue halten. Auch, was ich immer großartig finde, bei der Weihnachtsgeschichte, Leute, die das schon von uns 5, 6, 7 Mal gehört haben und sagen, es wird nicht Weihnachten, bevor ich nicht das von euch gehört habe. Und ich glaube, diese Chance, die ganz zweifelsohne der WDR uns mit eröffnet hat, die haben wir aber auch genutzt. Das wollte ich gerade auch sagen. Ne? Also auf der einen Seite zu sagen, da hat mal jemand drauf gezeigt und dann da zu sitzen und zu warten, dass daraus was wird, das funktioniert ja ganz oft nicht. Und das ist ja das, was nicht passiert ist. Ne? Ja. Urs hat es jetzt gerade sehr schön gesagt, die Fäden wurden aufgenommen. Das ist ja nicht nur, du machst ja nicht nur eine Sache. Ne? Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig gewesen zu sagen, ja, ich lasse das jetzt nicht liegen, sondern ich mache was anderes auch. Das haben mir aber ganz viele Professionelle gespiegelt, dass ich mir eigentlich eine Sache aussuchen müsste. Okay. Also als ich zum Beispiel mal mit Agenten gesprochen habe, habe ich nicht viel gemacht, aber so 2, 3 Begegnungen gab es da und da war oft die Rückmeldung, ja, du machst ja ganz, ganz viel, du musst eins machen. Also, ne? Eine Sache. Ja. Da wäre jetzt, glaube ich, wieder die Frage, ne? Wärst du damit glücklich gewesen? Und du die Frage hast wahrscheinlich nicht. Die Frage hast du dir selber beantwortet. Na? Ja, wenn du nur eine Sache nur noch gemacht hättest, hätte dich das wahrscheinlich auch sehr, sehr kreativ eingeschränkt und das Theater Ex Libris wäre vielleicht nicht das geworden, was es dann am Ende geworden ist. Also wenn ich mich total auf Kabarett konzentriert hätte, hätte es natürlich kein Theater Ex Libris gegeben. Allein schon aus Zeitgründen. Ja. Wenn man dann den Kalender, wünschenswert ist dann ja, dass du den Kalender voll hast mit Soloprogrammauftritten und dann hast du keine Zeit mehr für so ein Projekt. Und viele Dinge hätte ich wahrscheinlich auch nicht gelernt. Applaus
Oh, er war ein wahrer Blutsauger, dieser Scrooge. Ein gieriger, zusammenkratzender, festhaltender, geiziger alter Sünder. Wir veranstalten eine Sammlung, um für die Armen Nahrungsmittel und Feuerung anzuschaffen. Ja. Und was dürfen wir für Sie aufschreiben, Mr. Scrooge? Nichts. Ich habe nicht die Mittel, um Faulenzern eine Freude zu machen. Ich trage meinen Teil zur Erhaltung von Gefängnissen und Armenhäusern bei und die Kosten weiß Gott schon genug. Ebenezer Scrooge. Wer seid ihr? Als ich lebte, war ich dein Kompagnon. Jacob Marley. Du bist mir immer ein guter Freund gewesen. Drei Geister werden zu dir kommen. Erwarte den ersten Geist morgen früh. Ich bin der Geist der vergangenen Weine. Das bin ja ich. Ich, wie ich ein Knabe war. Nur herein und lerne mich besser kennen. Ich bin der Geist der diesjährigen Weihnachten. Geist, sag mir, wird Tiny Tim am Leben bleiben? Ich sehe einen leeren Stuhl in der Kaminecke und eine Krücke ohne Besitzer. Der Geist stand jetzt inmitten der Gräber still und deutete auf eins hinab. Nein, Geist, oh nein, 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 ich bin nicht mehr der Mensch, der ich einst war. Ich will ein anderer Mensch werden. Hey, Junge, was ist denn heute für ein Tag? Heute? Nun, heute ist Weihnachten, Sir. Weihnachten. Über die Jahre, über die 8 Jahre, in denen wir die drei Detektive vortragen durften, hat sich ja so ein gewisser Stil entwickelt, der auch kurz vor der Premiere erst so zusammenkam und sich dann weiterentwickelt hat. Also, dass eben klar war, es ist irgendwie am besten, dass es 5 Vortragende sind für eine Geschichte, weil wir mit 3 angefangen hatten. Es muss auf jeden Fall Musik mit dabei sein, sonst ist es zu trocken. Und die Bilder machen Stimmung, die Bilder helfen nochmal was so darzustellen, wie es eigentlich gemeint ist, was man vielleicht aber gar nicht so im Kopf hat und so weiter. Und dann hatten wir eben die Idee, da kann man doch auch was anderes mitmachen, so toll wir das mit den drei Detektiven finden, und haben dann eben Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, eine Geschichte, die ich schon ganz lange im Herzen und im Kopf hatte, genommen. Und weil das eben auch so gut funktionierte, das sind 20, 25 Figuren, die kannst du mit 5 Personen toll abbilden. Es ist vor allen Dingen eine Geschichte, die du kaum kürzen musst, weil das ja nur eine relativ kurze Novelle ist, eine Erzählung. Und das passte total gut. Und ja, das hat ja, ich würde sagen, total eingeschlagen. Das haben wir im Planetarium dann auch gemacht. Und das hat einfach super funktioniert. Da hatten wir auch wieder Glück mit der Auswahl, weil das auch wieder eine Geschichte ist. Wenn du nicht genau weißt, was ist eigentlich ein Live-Hörspiel, kommst du vielleicht trotzdem, weil ist ja Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Wenn du die Leute nicht kennst, kommst du vielleicht trotzdem, weil ist ja Charles Dickens Weihnachtsgeschichte und so, ne? Ja, das war ganz, ganz toll, dass wir das hatten zu dem Zeitpunkt, als dann für uns eine nicht so ganz einfache Situation kam, nämlich die Ansage, ihr sollt das nicht mehr machen mit den drei Fragezeichen. Ja. Aber ich habe den Spruch, Krise und Chance ist ja irgendwie dasselbe, habe ich immer furchtbar scheiße gefunden. Aber wenn wir arbeiten ja hier die ganze Zeit mit so einer Liste, in der wichtige Sachen stehen, die so in den letzten Jahren passiert sind. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Programme entstanden sind, als es hieß, okay, es gibt jetzt die 3-Fragezeichen-Lesung nicht mehr. Das ist ja, also das finde selbst ich ein bisschen krass. Also da sind in einem Jahr die beiden ersten Holmes-Programme und der Dracula entstanden. Und ich glaube, noch irgendwie kleinere Programme sind, die man sonst so mal gemacht hat, sind in dieses Universum mit hinzugearbeitet worden. Es gab dann erst den Namen Theater Ex Libris. Ja. Also da ist so viel passiert, auch wenn der Spruch mit der Krise und der Chance scheiße ist. Saunders?
Ja, Mr. Cupid? Zeigen Sie bitte unseren Gästen die Zimmer. Ach, sehr wohl, Mr. Cupid. Ach, Sir? Was ist denn, Miss Saunders? Ihre Frau hat sich bei mir erkundigt, wer die Herren sind. Ich wusste nicht... Wir sind alte Bekannte aus dem Diogenes Club. Ornithologen aus London. Wir sind zu Vogelbeobachtungen in Norfolk. Die Dommel und die Trele haben es mir ganz besonders angetan. Und Dr. Watson hier ist ein großer Freund der Rohrweihe. Ja, natürlich. Wenn die Gentlemen mir dann bitte folgen würden? Ja, gern. Die Rohrweihe. Es ist toll, wie wir da rausgekommen sind. Das hätte auch locker, ich glaube, du hast zu Recht gesagt, total gut, dass wir vorher schon die Weihnachtsgeschichte hatten. Genau. Sonst wäre es das wahrscheinlich gewesen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das gewesen. Dann hätte man nicht dieses gute Beispiel gehabt. Ja. Es geht ja auch mit anderen Sachen. Ja. Ja, und vor allem konntest du jetzt das einbringen, was du jetzt wirklich tatsächlich nicht nur über die Jahre gelernt, sondern auch geliebt hast. Und zwar, du konntest alte Stoffe nehmen, du konntest sie umarbeiten, du konntest witzige Sachen daraus machen. Du konntest zum Beispiel Sherlock Holmes, jetzt vielleicht nicht das erste Sherlock Holmes-Stück, was du geschrieben hast, aber du hast ja auch mit Sherlock auch lustige Sachen gemacht. Ja, wir haben das neulich noch gemerkt, als wir auf der SherlockCon aufgetreten sind. Da haben wir das zweite Programm Sherlock, John und Mycroft gespielt und das ist total witzig, ohne dass es sich irgendwie über die Geschichte selbst lustig macht. Und wir konnten viel hörspieliger werden. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig gewesen, weil es sollte nach wie vor eine Drei-Detektive-Lesung sein und kein Hörspiel. Es war eine Lesung mit Musik. Und jetzt konnten wir natürlich aus allen Rohren feuern, was das Hörspielige betraf. Ne? Ja, tolle Geräuschkulissen und so weiter. Das Theater Ex Libris hat sich dann vom Lesungsensemble tatsächlich zum Live-Hörspiel-Ensemble entwickelt. Sagen Sie, Sir, kommen Sie auch von einer Expedition? Oder was hat Sie hierher verschlagen? Mr. Ryland, lassen Sie unseren Gast in Ruhe. Es ist schon in Ordnung, Kapitän. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der vor mir geflohen ist. Ist der Kerl auch mit einem Schlitten unterwegs? Mr. Ryland. Ja. Ja, das ist er. Ist er groß? Also ich meine sehr groß. Ja. Den haben wir gesehen. Wir haben jemanden gesehen. Wann? Wo? Am Tage, ehe wir sie fanden. Da sahen wir einen Mann auf einem von Hunden gezogenen Schlitten über das Eis hinwegfahren. Ja, ein Riesen. In welche Richtung ist der Dämon gefahren? Dämon? Zuletzt sah in Wien, wie er Richtung Nord-Nordwest verschwand. Das wäre dann alles, Mr. Ryland. Sie können zurück auf Ihren Posten. Aber... Ei, Sir. Verzeihen Sie, Kapitän. Ich habe wohl die Neugierde Ihrer Männer erregt. Um ehrlich zu sein, nicht nur die meiner Männer... Ich habe... Vielleicht beginnen wir mit Ihrem Namen, Sir. Ich bin Robert Walton. Mein Name ist Viktor. Viktor Frankenstein. Ich habe mich ja früher mit Sebi vor allen Dingen sehr, sehr viel für Filme interessiert. Wir haben unglaublich viele Sachen im Kino gesehen und auch viel Scheiße. Und ich habe, glaube ich, früher nie so ganz verstanden, wenn es Regisseure gab, die immer mit dem gleichen Cast gearbeitet haben. Jetzt inzwischen weiß ich das, glaube ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ja, weil es was für mit mich, Vertrauen und Co. Was mit Vertrauen zu tun, ne? Aber ich finde es so spannend zu sagen, und in dieser Geschichte, die auch schon ganz oft erzählt worden ist, aber es wäre doch spannend, den Urs in dieser Figur zu sehen. Ja. Und es wäre spannend, die Judith da zu sehen. Und ich freue mich immer, wenn wir ein neues Programm haben und jetzt zum Beispiel sowas wie den Wunschbunsch, den haben wir ja noch nicht lange im Programm, da jetzt Judith wieder als den Raben besetzen zu können, was eine Rolle ist, die wie Arsch auf Eimer zu Judith passt, die lange ein bisschen raus gewesen ist, weil sie war halt so ein super Peter, ne? Und jetzt haben wir sie eben da auf dem Raben besetzt. Man
ich habe die Möglichkeit, was ich auch total schön finde, jungen Leuten eine Chance zu geben, die, auch wenn sie klingen und sich verhalten, als wären sie 60, also ich rede von Pascal Gunkel, also der ist ja einfach ein total junger Kerl und dem auf den Papier. Fantastisches Frankensteinsmonster. Fantastisch, fantastisch. Immer wieder mit neuen Leuten zusammenarbeiten zu können. Die Musiker inspirieren sich untereinander. Der eine wird durch den anderen hörspieliger und der andere wird durch den musikalischer. Das ist total toll. Und ich kann, was du gerade gesagt hast, halt so Ideen, ja, vielleicht auch mal sowas wie Mutabor, keine Ahnung. Aber ich kann dann auch meine eigenen Ideen, indem man halt auch mal den Graf vom Mond Callisto eben dann doch mal was Experimentelleres macht, das als Science Fiction machen. Also was das bedeutet, so ein Team zu haben, das man so gut kennt, da bin ich wieder bei dem Vertrauen, das du angesprochen hast. Das macht dann ja auch so viel möglich, weil ich dann sagen kann, oh, und jetzt traue ich mich mal, weil ich euch so sehr vertraue, dieses Stück mit euch zu machen. Oder traue ich mich, diese Produktion zu machen? Ja, mit dem Theater Ex Libris hat sich ja noch eine weitere Tür geöffnet. Und zwar nicht nur die auf der großen Bühne, sondern etwas, und das spannt jetzt den Bogen zu den Christoph Thiemann, der noch sehr, sehr jung war, der an der Kassette diese kleine Lasche überklebt hat und auf dem Rekorder eigene Hörspiele aufgenommen hat. Denn mit dem Theater Ex Libris kam auch das erste Studio-Hörspiel, das du produziert eigentlich hast. Eigentlich schon, ja. Wir hatten zwar zwischendurch mal so Experimente und im Radio haben wir auch immer viele kleine Hörspiele gemacht, aber eigentlich nie so richtig so ein ganzes abendfüllendes Hörspiel. Ich habe mich wie so oft nicht rangetraut, glaube ich. Ich hätte das auch früher machen können oder es gab auch mal so erste Überlegungen und Vermutungen, aber es hat sich dann, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mir das nicht zugetraut und dann mit dem Theater Ex Libris im Rücken, da habe ich mich das getraut, weil ich auch wusste, weil ich dann auch die Leute kannte, die das, also jemanden wie Moritz kannte, von dem ich wusste, ja, dann ist das auch super professionell produziert hinterher. Der Moritz weiß ganz genau, wie man sowas aufnehmen muss und hinterher abmischen muss. Der versteht mich. Ich arbeite seit Jahren mit dem im WDR zusammen. Ich wusste, wir können einen tollen Soundtrack bekommen, weil in dem Fall waren es Philipp und Johannes, das komponieren werden. Und ich habe großartige Sprecher, die genau das tun, was wir brauchen dann für die Sache. Und dann ist da ein Riesentraum in Erfüllung gegangen und ich habe mich endlich getraut, ein Hörspiel rauszubringen, ein Studio-Hörspiel, wie wir immer so sagen. Es war Charles Dickens Weihnachtsgeschichte und jetzt ist das zweite raus mit Jekyll and Hyde. Wir haben es hier besprochen mit deinen lieben Freunden und jetzt sind die Aufnahmen fertig für das dritte und das vierte und es geht fröhlich immer weiter. Ich bin super gespannt drauf. Es macht Riesenspaß, abzuweichen von den Fassungen, die wir für die Bühne erarbeitet haben, die eine große Lebendigkeit haben. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler haben einen sehr großen eigenen Spielraum. Der Jakob kann am Piano mal an dem einen Abend das so machen und das am nächsten Abend ganz anders. Und es ist toll, sich jetzt mal auf eine Fassung zu einigen und festzulegen und dann auch nochmal zu merken, was ein Live-Hörspiel von einem Studio-Hörspiel unterscheidet und so eine Definitive Vision, also quasi der Director's Cut ist das ja im Grunde von den Sachen, die wir sonst live machen. Toll. Ich bin da, ich glaube, das merkt man jetzt auch nicht, ich bin da so stolz drauf, dass es das gibt und auch wenn CDs auch von Anno Dunemals sind, die CD in der Hand zu haben, gut, es ist ein Download-Code dabei, aber ne, das so physisch zu haben und das ist jetzt fertig und so. Und ich habe viel Impro gespielt, ich habe 10 Jahre lang Impro-Theater gemacht und Improvisation ist immer ein Teil von meiner ganzen Arbeit gewesen, aber trotzdem ist es toll, ähnlich wie beim Arztroman, rum zu improvisieren, um daraus das Beste dann zu nehmen und es dann so definitiv hinzulegen und sagen, so, das ist im Moment so, wie ich die Geschichte am allerliebsten erzählen würde. Kann 2-3 Jahre später anders sein, aber so in dem Moment ist es jetzt. 2 Wochen nach meiner Begegnung mit Mr. Hyde gab Henry Jekyll eines seiner gemütlichen Essen, die sich immer durch vortreffliche Küche, feine alte Weine und gute Gesellschaft auszeichneten. Ich war noch geblieben, nachdem die anderen Gäste schon gegangen waren. Henry. Ja?
Ich habe schon längst mit dir sprechen wollen. Du weißt, wegen... Wegen? Wegen deines Testaments. Ich bin dir wahrhaftig kein guter Klient. Mein Testament scheint dich ja ebenso unglücklich zu machen, wie den alten, griesgrämigen Lenjen meine wissenschaftliche Ketzerei entsetzt. Du brauchst nicht so finster dreinzublicken, Gabriel. Henry, mir ist da etwas zu Ohren gekommen über diesen Mr. Hyde. Ich will über diese Angelegenheit nichts hören. Aber was ich über Hyde gehört habe, ist etwas sehr Schändliches. Und es geht mich nichts an. Ich werde mein Testament nicht ändern. Ich bin in einer sehr schwierigen Lage, aber es nützt jetzt nichts, weiter darüber zu sprechen. Henry, du kennst mich, du kannst mir trauen. Ich bin fest überzeugt, ich kann dich aus dieser misslichen Lage befreien. Mein lieber Gabriel, du bist zu gut, wirklich zu gut. Ich traue dir mehr als irgendeinem, ja, mehr als mir selbst. Aber die Geschichte ist nicht so schlimm, wie du vielleicht glaubst. Ich bitte dich, quäle dein Herz nicht damit. Henry, dieser Hyde... So viel will ich dir zur Beruhigung sagen. Ich kann Hyde loswerden, wann immer ich will. Hörst du? Ich bin diesem Hyde begegnet. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Und ich fürchte, er war recht barsch zu dir. Aber dennoch muss ich dich bitten... Versprich mir, dass, wenn ich sterbe, du ihm zu seinem Recht verhelfen wirst, ja? Ich weiß, du würdest es tun, wenn du alles wüsstest. Bitte gib mir dein Versprechen. Es wird mir eine sehr große Last vom Herzen nehmen. Ich denke nicht, dass er und ich Freunde werden. Das verlange ich auch nicht. Alles, was ich verlange, Gabriel, ist Gerechtigkeit. Du weißt, wo du ihn finden wirst. Ich nehme an, in Soho, unter der Adresse, die du im Testament vermerkt hast. Ja, richtig. Ich bitte dich, stehe ihm bei, wenn ich nicht mehr bin. Um meinetwillen, ja? Henry, Gabriel, bitte. Nun gut, ich verspreche es. Ich danke dir. Das Theater Ex Libris ist, das kann man tatsächlich sagen, vor allem in den letzten Jahren noch immer größer geworden. Ihr geht viel mehr auf Tour, ihr geht außerhalb eurer Gebiete. Mhm. Ihr seid nicht mehr nur im Münsterland aktiv, ihr wart letztes Jahr im Ausland, ihr wart in Dänemark. Mhm. Ihr wart innerhalb Deutschlands viel weiter unterwegs, ihr wart in Hamburg dort auch. Ihr habt Auszeichnungen bekommen für die Sherlock-Hörspiele, dem Blauen Karfunkel. Ja, ja. Mega-Ehrung. Ja. Ihr wart jetzt auf der Sherlock-Con und habt dort auch zum ersten Mal live ein Sherlock-Hörspiel. Ich war so mega aufgeregt, weil das ja die Fans sind. Das waren ja die Fans, die Geschichten in- und auswendig kennen. Wir haben ja viel zusammengesetzt, also fast Frankensteinartig. Mhm. Also ne, mal einen Teil von dieser Geschichte und dann kombiniert mit dem Teil. Die wissen, die kennen jeden Haken, den die Geschichte schlägt. Und vor allen Dingen, die haben natürlich Äonen und Myriaden von Holmes- und Watson-Darstellern schon gesehen und gehört und fanden es trotzdem sehr gut. Die hatten einen echt schönen Abend, oder? Ja, und was ich noch sagen möchte ist, das sind ja nicht nur totale Sherlock Holmes-Nerds oder Geeks, sondern das sind, unterstelle ich mal, ja Leute wie wir, die noch darüber hinaus sich mit Hörspiel auskennen, die sich überhaupt mit Produktion, mit Kunst auskennen, mit sei es Film, sei es im Hörspiel oder solche Sachen, also die auch dafür ein Gehör hatten. Und das war wirklich anders, dieses Live-Hörspiel, von den Publikumsreaktionen her, als sonst. Halt auch, das passiert ganz selten bei Sherlock Holmes, obwohl da Humor drin ist, wird selten viel gelacht, weil die Leute, glaube ich, erstmal bei der Geschichte bleiben oder bei der Spannung bleiben. Und die wissen ja wegen der Spannung, die wissen ja, wie es ausgeht, wie sie auflöst. Und deswegen konnten die da voll reingehen und haben uns hinterher so schöne Rückmeldungen gegeben und haben quasi den ganzen, die fast alle CDs gekauft, die wir mitgenommen hatten. Und das sagt ja auch was aus. Also das war wirklich ein wunderschöner Abend. Und ja, wenn solche Leute sagen, das habt ihr gut gemacht, das fühlt sich dann nochmal anders an. Ja, Christoph, vielen, vielen Dank, dass wir mal so umfassend über deine Karriere und
über den Werdegang des Theater Ex Libris sprechen durften und wie es überhaupt wirklich komplett dazu gekommen ist und wir so viele Abzweigungen nehmen durften. Und wenn ihr da noch weiteres Interesse dran habt, wenn ihr wissen wollt, wie ging das mit den drei Fragezeichen aus, was ist da genau passiert, was ist eigentlich Alarmstufe Mond? Es gibt Podcasts darüber, und zwar diesen, Hörspiele sehen, und ihr bekommt noch super viele Folgen davor und da werden genau diese Fragen geklärt. Also hört da bitte sehr, 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 sehr gerne rein. Und wenn ihr noch ein bisschen was auf die Ohren haben wollt, dann könnt ihr das jetzt bekommen, und zwar in dieser Rubrik, die sich Prima Vista nennt. Prima Vista. Dort bekommen wir normalerweise immer von euch Zuhörern Stücke eingeschickt, die wir hier vortragen, beziehungsweise die Schauspieler, die eingeladen sind, vortragen. Und heute ist es mal ein bisschen anders. Heute ist es etwas, was Sebastian und Christoph mitgebracht haben. Mhm. Sebi. Ja. Magst du mit mir nochmal in die Sauna? Ich mag nochmal in die Sauna gehen. Wir müssen mal kurz raussuchen. Ja. In der ersten Folge dieses zweiteiligen Podcasts haben wir darüber gesprochen, dass Sebi und ich früher eine Othello-Bearbeitung geschrieben haben. Othello abseits von Afrika. Du findest das auf Seite 41. Ja, da bin ich jetzt gerade auch. Und es ist eine ganz, ganz zentrale Szene, in der böse Iago ganz deutlich auf Othello einwirkt und ihm eben diese Idee von seiner fremdgehenden Ehefrau, die überhaupt nicht fremd geht, in den Kopf pflanzt. Bei uns ist das der fiese Rechtsaußen und nicht zum Mannschaftskapitän ernannte Iago und der Trainer Othello. Hat Cassio damals eigentlich gewusst, dass sie mit der Tochter vom Mannschaftsarzt ausgegangen sind? Seit Anbeginn. Wieso fragst du? Oh, bloß um eine Neugierde zu befriedigen. Nichts Arges sonst. Warum die Neugier, Iago? Ich glaubte nicht, er habe sie vorher gekannt. Oh doch, wir trafen uns oft miteinander. Wirklich? Wirklich? Ja, wirklich. Findest du etwas daran? Ist er nicht ehrlich? Ehrlich? Ja, ehrlich, ehrlich. So viel ich weiß. Was denkst du? Was ich denke? Was ich denke, Herrgott, ein Echo, als läge ein Ungeheuer in seinem Hirn. Zu grässlich es zu zeigen, als hältst du grässliche Gedanken verschlossen im Gehirn. Und weil ich weiß, du machst dein Spiel wohl ehrlich und wägst das Wort, ehe du ihm Atem leist, so ängstigt mich dein Stocken umso mehr. Bist du mir treu, so zeig mir deine Gedanken. Also was Cassio angeht, da schwöre ich, dass er ehrlich ist. Du übst Verrat an deinem Freund, wenn für redlich du ihn hältst und doch nicht offenlegst, was in deinem Hirn nistet. Nee, ich gehe nun mal immer von der schlimmsten aller Möglichkeiten aus. Deshalb wär's doch nicht fair, Cassio gegenüber, wenn sie dabei auf meine Meinung hören würden. Oh, Herrgott, ich will wissen, was du denkst. Und ich denke nur eins. Oh, hüten Sie sich, Herr, vor Eifersucht. Es ist das grünäugige Monster, das mit uns spielt, ehe es uns frisst. Wie, was ist das? Denkst du, mein Leben soll aus Eifersucht bestehen? Und wechselnd wie der Mond im ewigen Schwanken? Mit neuer Furcht? Nein, einmal zweifeln macht mit eins entschlossen. Ich habe weder Furcht noch Argwohn, sie könnte mir untreu sein. Denn Iago, sie hatte Augen und sie wählte mich. Dann bin ich ja beruhigt. Dann kann ich ja einfach so sagen, was ich so sehe. Also, ich meine nur, haben Sie ein Auge auf Cassio und Ihre Frau? Ganz ungezwungen, ohne Argwohn. Einfach mal ein Auge drauf haben. Ganz locker, ungezwungen, ohne Hintergedanken. Ich hoffe, Sie nehmen mein Gerede nicht allzu ernst. Nein, werde ich nicht, nein. Na, dann ist ja gut. Sonst hätte mein Gerede ja schlimme Folgen. Und Cassio, das wissen Sie ja, ist mein Freund. Und ich gehe da mal duschen. Warum vermählte ich mich? Der ehrenwerte Mann weiß mehr, weit mehr, denn er enthüllt. Ach, ich könnte Sie bitten, nicht allzu sehr drüber nachzugrübeln. Ach, und wenn Sie Cassio vorerst noch ein wenig gegenüber zurückhaltend sein könnten, dann können Sie ja so sehen, wie er so ist und was er so treibt. Aber es war jetzt nur so eine Idee. Ich gehe mich dann abtrocknen. Also,
Ich würde mir jetzt nur Sorgen machen, wenn Ihre Frau sich zu sehr um Cassio bemüht. Also wenn sie sich jetzt sehr für seine Wiedereinsetzung einsetzt. Oder so. Ich gebe mich da mal... Sie wissen schon. Jago steht auf, dabei fällt ihm sein Handtuch zu Boden. Vor dem Gemächt trägt er ein Schild Halbzeit. Er geht ab. Vor dem Gesäß trägt er ein Schild 15 Minuten Pause. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee, ich weiß nicht, ob... Ja, vielen, vielen Dank. Das war ein Teil aus Othello abseits von Afrika. Ja. Das 2001 geschrieben wurde. Boah, krass. Vorgetragen von Christoph Thiemann und Sebastian Bohling. Vielen, vielen Dank dafür. Falls ihr mal Interesse habt, ein Prima Vista einzuschicken, das hier niemand am Tisch kennt und das einfach so performt werden soll, dann scheut davor nicht und sendet es an info@smackboom.com. Falls ihr sonst noch Interesse habt an weiteren Informationen zum Theater Ex Libris, ihr wollt wissen, wann die nächsten Hörspiele live vorgetragen werden, wo es Karten gibt, dann findet ihr alle Informationen auf www.theater-ex-libris.de. Urs, Sebastian, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr das Ganze mit mir so begleitet habt und wir Christoph hier mit Fragen löchern durften und viel von ihm erfahren durften, wie das Ganze denn hier überhaupt zustande gekommen ist. Björn, wir sagen dir ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Dank. Nicht zu danken. Immer wieder eine Freude. Wir hören uns alle bald wieder. Für heute müssen wir leider den Vorhang schließen und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.